Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal woanders. Ihr seht es, ich bin bei mir hier im Wohnzimmer. Verzeiht mir bitte, wenn es so ein bisschen hallt. Ihr kennt meine Wohnung ja. Ich habe hier eine ganz, ganz hohe Decke und der Ton ist vielleicht nicht ganz so gut. Ich gebe aber mein Bestes. Ich glaube, ihr könnt erahnen, was heute ansteht. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Danny und ich haben unser erstes gemeinsames Haus gekauft und der Umzug steht literally kurz bevor. Und Umzug heißt natürlich immer, man hat die Chance, frisch anzufangen. Und ich habe in den letzten 2 Jahren in dieser Wohnung hier so viel angesammelt an Pflege, weil ich natürlich ganz viel teste und ausprobiere und schaue, was ist gut, was ist nicht gut. Aber ich habe nie wirklich den Schritt bei Pflege zumindest gemacht, um zu schauen, okay, was möchte ich noch haben? Was ist gut? Was kann ich euch vielleicht geben? Und das ist tatsächlich auch schon der erste Schritt für dieses Video. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ihr werdet sehen, ich gehe dieses Mal wirklich recht rigoros hier lang und schaue, was ich aussortieren kann. Das soll nicht heißen, dass ich undankbar bin, dass ich die Sachen habe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber hier sind viele Sachen drin, die ich entweder noch gar nicht benutzt habe oder Sachen, die ich vor 2 Jahren geöffnet habe und die mit Sicherheit schon gekippt sind. Das heißt, wir werden heute alles aussortieren. Ich sage euch, wie finde ich das, warum mache ich es weg, warum behalte ich das. Alles, was ungeöffnet ist, alles, was noch gut ist, packe ich euch in ein Gewinnspiel. Beziehungsweise werde ich denke mal, 5 bis 10 Pflegepakete verlosen. Was ihr dafür tun müsst, findet ihr unten in der Infobox. Also schaut da unbedingt vorbei, abonniert den Kanal auf jeden Fall schon mal. Das ist mit Sicherheit die erste Regel. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt. Ich hoffe, ihr seht alles. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin ein bisschen nervös. Ich bin schon lange nicht mehr, also was heißt schon lange nicht mehr? Ich bin vor 2 Jahren umgezogen. Und ihr müsst wissen, vorher meine Wohnung, es waren 21 Quadratmeter und mein Studio war mein Schlafzimmer und mein Wohnzimmer und mein Esszimmer und meine Küche in einem. Es war eine Einzimmerwohnung, es war mal so ein Hotelzimmer. Und da habe ich natürlich aufgrund des Platzes wirklich schon immer schauen müssen, wo gehe ich mit den Sachen hin. Jetzt hier, seitdem ich mehr Platz habe, hat sich natürlich extrem viel angestaut und ich würde vorschlagen, wir starten. Ich muss mal ein bisschen schauen, dass das alles mit dem Ton passt und wir starten einfach mit der ersten Kiste. Ich habe hier 6 Kisten vor mir stehen und ich möchte das mindestens auf 3 Kisten reduzieren. Wir kippen einfach 2 aus und dann geht's los. Das sind die ersten beiden Kisten aus dem Bad. Mein Bad ist sehr, 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 sehr klein, demnach habe ich da nicht so viel Platz und hatte das alles so ein bisschen verteilt. Was ich auf jeden Fall schon sehe, ist hier von Paula's Choice ein Omega-Complex Cleansing Balm. Den habe ich, glaube ich, nie benutzt. Den kann ich definitiv an euch verlosen. Ganz wichtig, macht bitte bei den Verlosungen nur mit, wenn das für euch in Ordnung ist, wenn etwas vielleicht einmal benutzt wurde. So ein Cleanser oder so ist was anderes, da gehst du ja nicht mit dem Finger rein. Cremes, wo ich mit meinen Fingern reingegangen bin, die verlose ich nicht. Da habe ich einfach viel zu viel Angst, dass euch irgendwas passiert. Dann geht es weiter hier mit Elf. Das ist recht neu. Das ist die Pure Skin Kollektion. Die hatte ich euch neulich in einem Haul gezeigt. Ich werde es nicht schaffen, die zu benutzen. Ich benutze meine Yipoda-Produkte eigentlich ausschließlich und ich glaube, dass ich das an euch verlosen werde. Sieht aber super, super spannend aus. Hier ist auch noch so ein kleiner Beutel mit so Mini-Größen drin, genauso wie hier die Cleanser und Toner. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich das Ganze immer in so verschiedenen Paketen, ein Elf-Paket, ein Drunk Elephant-Paket, ein Tester-Paket. Wir werden sehen. Hier ist etwas drin. Von Asam, das riecht fantastisch, das ist dieses Lovely Chai Peeling. Ich liebe den Geruch von Asam, ich liebe die Asam Pflegeprodukte, ich mache aber meistens keine Peelings, deswegen kommt das definitiv weg. Genauso wie die Produkte von Shenya, das ist tatsächlich schon leer, das ist das Gesichtswasser mit Ektoin und Panthenol, war sehr, 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 sehr gut. Und das ist der Bakuchol Booster. Den habe ich jetzt schon über ein Jahr. Der ist nur ein halbes Jahr nach Anbruch offen. Und bei Pflegefreunde bin ich wirklich extrem vorsichtig. Vor allen Dingen, was ins Gesicht kommt. Am Körper, so Bodylotion oder so, da bin ich nicht ganz so. Aber bei Pflege, die ins Gesicht kommt und die ihr potenziell mit euren Fingern berührt. Das mache ich lieber weg. Deswegen, die kommen weg. Hier sind ganz, ganz viele Shampoos, feste Seifen von Unbottled. Die habe ich euch auch neulich in einem Haul gezeigt. Ich glaube, ich behalte einfach... Nee, komm, machen wir weg. Das ist... Oh,
das ist genau das Problem, was ich hier habe. Ne? Dadurch, dass ich ganz viel geschickt bekomme, natürlich freundlicherweise, ich aber auch extrem viel kaufe und ich eigentlich irgendwie alles getestet haben möchte, schaffe ich es nicht, alles wirklich komplett aufzubrauchen. Und es ist so schade darum, weil ich weiß, dass viele von euch sich mit Sicherheit darüber freuen würden und um euch das Ganze natürlich irgendwie zurückzugeben, verlose ich das alles für euch. Was ich euch sehr, sehr gerne gebe und euch auch wirklich ans Herz legen kann, ist hier von Drunk Elephant, die Virgin Marula Face Oils. Schweineteuer, ich habe noch zwei im Bad, die habe ich aufgehoben, die benutze ich auch regelmäßig, vor allem an den Ellenbogen oder an den Fingern, aber die sind wirklich sehr, sehr gut. Was wegkommt, ist hier dieser Selbstbräuner von St. Moritz, wirklich einer der besten Selbstbräuner aus der Drogerie. Ich habe aber neulich gesehen, dass Selbstbräuner, wenn die nicht kühl, trocken und dunkel gelagert werden, da bildet sich dann irgendwas und das ist dann irgendwie nicht so gesund für die Haut. Keine Ahnung. Und ich benutze eigentlich mittlerweile nur noch für mein Gesicht und für meinen Körper von Tan Gravel dieses Spray. Ich habe das, auf einmal war das Paket hier. Ich habe nie eine E-Mail dazu bekommen. Es ist keine Kooperation gewesen. Und ich benutze das und ich liebe das. Also falls Tan Gravel es sieht, thank you, I love it. Ich trage es auch im Moment und meine Haut sieht so glowy aus heute. Das kommt weg. Das stinkt ganz schön. Aber es ist gut. Das war die Farbe Medium. Trash. Dieses Haarspray, Freunde, ist wirklich Trash. Das ist das Jean and Len ohne Gedöns Haarspray. Starker Halt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Die ganze Kappe ist komplett, also du kannst es nicht mehr drücken. Der Sprühkopf ist komplett verkruschelt. Und mir hat es auch nicht so gefallen. Also das ist was, glaube ich, wenn du lange Haare hast und so ein Volume haben möchtest. Für meine kurzen Stummelhärchen. Smile Secret, brauchen wir definitiv nicht drüber reden. Activated Carbon Powder zur Zahnreinigung ist Quatsch. Kommt weg. Hier ist ein Produkt, das würde ich gerne behalten. Das ist von Ole Henriksen. Da habe ich irgendwo hier auch noch ein Produkt. Diese Maske, die liebe ich. Nee, die ist im Bad. Die benutze ich sehr, sehr gerne. Nee, das gebe ich euch. Das ist mir, glaube ich, zu hart. Es ist ein bisschen mattieren Pore Balancing Facial Sauna. Soll die Haut exfoliaten mit Green Fusion Komplex. Neem Seed Oil und AHAs. Ich glaube, das ist für meine Haut ein bisschen zu aggressiv. Aber Ole Henriksen, ihr habt es mir geschrieben, ist ein Däne und sind gut. Das kommt jetzt. Das ist hier von Bilou. Das hatte ich euch neulich mal gezeigt, dieses Haarspray oder Repair Spray. Ich mag den Geruch sehr, sehr gern. Das hat die Haare auch wirklich sich schön anfühlen lassen, aber ich glaube, das ist umgekippt, weil das jetzt so, wie heißt es, so schmantig geworden ist. Hier ist etwas von Paula's Choice, ein Moisturizer, habe ich nie benutzt, werde ich auch wahrscheinlich nicht benutzen. Was leider wegkommt, ist hier von Charlotte Tilbury die Magic Night Cream. Das ist die beste Creme im Winter für Ellenbogen, für so trockene Stellen, vor allen Dingen auf den Lippen oder so. Die ist jetzt aber schon wirklich echt alt. Die ist bestimmt schon 2 Jahre alt und ich habe eine neue bekommen, die auch noch original verpackt oben ist. Die mache ich auch erst zum Winter auf. Das sieht halt auch schon nicht mehr schön aus. Das ist überall so staubig und schmantig. Kommt weg. Pomelo und Co. Ein Leave-In-Conditioner, Heat-In-Color-Protection. Ich habe eine Kooperationsanfrage von Pomelo & Co. bekommen und ich probiere bei Marken, die so ein bisschen schwierig sind, weil sie halt mit vielen Leuten zusammenarbeiten, mit euch vorher drüber einmal zu sprechen. Und viele von euch haben mir gesagt, dass ihr daran kein Interesse habt, wenn ich euch einen Code organisiere oder so. Ich höre schon auf das, was ihr wollt. Ich frage euch, wenn ich die Sachen mag, ich habe sie auch getestet und ich fand die gar nicht schlecht, aber wenn ich weiß, dass ihr darauf gar keinen Bock habt, dann gehe ich auch die Zusammenarbeit einfach nicht ein. Das ist doof für mich, das ist doof für euch, das ist doof für die Marke. Aber ich weiß, einige mögen Pomelo und Co. Hier ist auch noch so ein Peach Gloss gegen gesplittete Enden, also so Haarspitzen. Ist für euch. Ich merke schon, für mich ist noch gar nichts übrig geblieben. Aber wir kommen gleich dazu. Hier ist eine Bodylotion von Asam, die Resveratrol-Reihe. Mag ich gerne. Ich creme mich aber nicht so oft ein, bin ich ehrlich. Die ist aber gut. Die kommt weg, aber die ist gut. Und die ist halt auch so schwer. Das ist ein halber Liter oder wie? Ja, 500 Milliliter, Freunde. Das kriege ich mit meinem kleinen, zarten Elfenkörper, kriege ich das nicht weg. Jetzt wird spannend. Das hier ist die Kiste, die bei mir am Schminktisch war. Also ich habe ja einen Tisch, da sind 2 Schubladen. Das sind die Produkte, die ich immer benutze. Das heißt, hier wird vieles hier bleiben.
Wir starten mit Lancôme. Das ist eine Creme, die Renergie Multilift Creme. Die habe ich ein paar Mal benutzt, ist auch jetzt halb leer, aber ich vertrage die nicht. Ich habe die echt lange probiert, da ist ein Lichtschutzfaktor drin, nur 20. Aber das Problem ist, manche Lichtschutzfaktoren, die man ins Gesicht macht, das brennt immer so ein bisschen in den Augen. Und ich bin damit einverstanden, wenn es wirklich ein Lichtschutzfaktor ist, der 50 ist und mich wirklich schützt, aber so ein 20er Lichtschutzfaktor, das, also das Lasten-Nutzen-Verhältnis steht nicht im Verhältnis. Deswegen kommt die weg. Genauso wie diese Augencreme davon. Die sieht ganz toll aus. Die ist auch wirklich gut. Was mich daran nur so stört, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Doch, da seht ihr es. Die hat so ein Glitzer mit drin. Und das ist oft in Augencremes so, dass die Augenpartie optisch zumindest schon mal aufgehellt ist. Gar kein Problem. Ist auch wirklich, wirklich cool, wenn man kein Make-up tragen möchte. Das reflektiert dann so ein bisschen. Die Augenringe sind reduziert. Aber das ist kein heller Glitzer, sondern der Glitzer ist lila. Und ich will doch meine lila Augenschatten kaschieren. Deswegen weg. Was mir wirklich, wirklich, wirklich das Herz bricht, sind hier von Dior die Pflegeprodukte. Ich habe einmal das Fresh Reviver Water Mist. Das riecht aber noch gut. Das hebe ich mal auf, weil, also das Problem mit mir und den Dior Pflegeprodukten ist, der Effekt, den sie machen, vor allen Dingen unter Make-up oder den optischen Effekt zumindest, den kann ich ja eigentlich nur beurteilen, der ist wirklich sehr, sehr gut. Aber irgendwas ist da drin, was ich nicht vertrage. Vor allen Dingen hier bei der Capture Total. Die ist jetzt auch, ja, es tut mir wirklich leid. Die ist jetzt durch und das habe ich halt schon benutzt. Ich mache meine Extrakiste und ich warte auf euer Feedback mit Produkten, die ich schon benutzt habe, aber mit Pumpspender? Nee. Nee, komm, das ist mir zu heikel. Nachher habe ich noch eine Klage am Hals. Was wegkommt, ist dieses Live Cooling Hydration Sorbet Gel. Sehr, 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 sehr gut tatsächlich. Aber das verträgt sich mit Make-up nicht so gut. Und ich habe das im Sommer immer gerne benutzt. Das kühlt sehr, sehr schön. Wobei, eigentlich könnte ich das aufheben, weil die Live-Reihe, die fand ich gar nicht so schlecht. Das hebe ich auf. Was jetzt wegkommt, ist hier von Biotherm Aquaglow Super Konzentrat. Sehr, 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 sehr gute Creme. Ist ähnlich wie die Charlotte Tilbury Magic Cream, nur ein bisschen flüssiger und wesentlich günstiger. Aber die habe ich jetzt aufgebraucht, so gut wie, da ist nicht mehr viel drin. Fußpflege, die bleibt da, die brauche ich. Und dann habe ich hier von Fenty Beauty noch das Flashnap Instant Revival Eye Gel Cream. Iconic. Eine der besten Augencremes unter Make-up. Die ist jetzt aber fast leer. Ich habe auch noch geschlossene Backups, deswegen kommt das weg. Genauso wie wegkommt, wobei, ja, das hier. Lippenpflege von Fenty Beauty. Hint, Hint. Pro Kisser Luscious Lip Balm. Der ist gut, der sieht toll auf den Lippen aus. Das Problem bei dem Ding ist, dass, wenn du das benutzt und du es nicht mehr benutzt, die Lippen werden so extrem spröde. Das ist für mich, das macht keinen Sinn dann. Aber es war gut. Also es sieht gut aus, aber halt auch nicht. Bin ich zu streng? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich zu streng bin. Aber ich glaube, es bringt nichts, wenn ich so Larifari daran gehe und das dann nicht mache und das dann aufhebe. Jetzt habe ich hier ein paar Lippenpflegen aus der Drogerie. Essence Vintage Beach und Catrice Lip Cushion. Ich glaube, auch die kommen weg. Die sind beide sehr, sehr gut gewesen. Ich glaube, die Lip Cushion gibt es sogar noch. Ich habe aber noch so viele Lippenpflegeprodukte und so oft benutze ich sie dann doch nicht. Die ist leer. Das war die Mixer Punch 0 Komfort Sofortpflege. Sehr, sehr, sehr gut, wenn ihr eine richtig, richtig trockene Haut habt. Kann man auch im Gesicht benutzen für Kinder und Erwachsene. War gut, würde ich mir nachkaufen, ist jetzt leer. Puh, wir kommen gut durch. Wir haben Bepanthen. Die hebe ich auf, die mache ich mir meistens hier auf die Finger oder auf die Lippen, wenn ich Wundefinger habe. Die hebe ich auf jeden Fall auf. Genauso wie das Isana-Serum. Das habe ich euch neulich, vielleicht sogar am Mittwoch erst wieder in einem Haul gezeigt, die besten Isana-Produkte. Iconic. Wirklich ein so, so gutes Produkt für wirklich wenig Geld. Ist neu, hebe ich auf. Genauso wie das hier. Das hätte ich echt nicht gedacht. Das ist von Charlotte Tilbury, das Collagen Super Fusion Facial Oil. Das ist
recht neu rausgekommen, aber ihr seht es, ich habe schon ein Viertel davon ungefähr aufgebraucht. Das sieht so wunderschön aus. Ich liebe die Pflege von Charlotte Tilbury. Ich weiß nicht, was da drin ist. Wahrscheinlich ist es nicht gesund, ist es aber egal, weil es sieht toll aus. Es sieht toll aus. Und deswegen, das hebe ich auf, das darf nicht weg. Genauso wie das hier. Ich hebe aber die Verpackung auf, weil das kann man ja refillen, das ist leer. Das ist von Fenty Beauty, der Hydra-Visor. Liebe ich, ist wirklich eine super, super gute Pflege. Ich habe aber hier noch Nachfüller. Ist eigentlich schade, ne? Da ist ja. Nee, da ist noch was drin. Moment. Das bleibt da. Wirklich gut. Das ist ein Abschminköl von Nameko. Habe ich von QVC bekommen. Ist ein sehr, sehr gutes Öl. Ich benutze es tatsächlich aber selber nicht. Ich habe meine Microfiber-Multitools. Deswegen glaube ich, brauche ich die nicht mehr. Was ich aufhebe, ist Lichtschutzfaktor von Sun Ozone, das Hyaluron-Sonnenfluid. Sehr, 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 sehr gut und für mich die beste Sonnencreme aus dem mittleren Preissegment. Ich glaube, kostet 16 Euro hier von Misha, die Essence. Lichtschutzfaktor 50. Ich benutze nur Lichtschutzfaktor 50. Was aber wegkommt, und das kann ich euch geben eigentlich, weil das habe ich wirklich nur einmal benutzt, das ist hier von Bondi Sands. Das ist auch erst vor 2 Wochen aufgemacht worden. Ein Hydrating Moisturizer. Der hat ein bisschen Farbe mit drin. Das Problem ist, ich kann Lichtschutzfaktoren mit Farbe nicht benutzen, weil den musst du ja recht dick auftragen, dass der wirkt. Und der hinterlässt natürlich Farbe im Gesicht und Rückstände. Und bei mir landet das dann alles immer im Bart und das sieht nicht schön aus. Was jetzt wegkommt, sind die Augenlifting Booster und Koffein Wake Up Booster von Beauty Mates. Die sind auch nur 6 Monate haltbar. Die sind locker schon 1,5 Jahre alt. Ich arbeite ja auch im Moment nicht mehr mit Beauty Mates zusammen. Sehr, sehr gute Produkte, aber ich habe auch noch verschlossene davon. Und deswegen, die sehen auch, weißt du, das ekelt mich dann immer so an, wenn die Verschlüsse schon so unschön aussehen. Beste Lippenpflege für unterwegs habe ich von Shari gelernt, ist von Carmex Classics. Liebe ich, mache ich auch gleich rauf. Ich weiß nicht, ob ich den Geschmack mag. Aber es ist eigentlich schon ganz nice. Lash Serum von X-Lash. Das brennt mir zu doll in den Augen. Tschüss. Und die ist ganz komisch. Das ist Matte Dew Hydration von Dior. Die ist schön auf der Haut, aber irgendwie, die verwirrt mich und ich glaube, dass ich auch die nicht vertrage. Deswegen kommt die weg. Das Spray, das kann man übers Make-up geben, wisst ihr? Aber die ist auch jetzt schon so alt. Lippenpflege von Charlotte Tilbury ist so gut wie aufgebraucht, deswegen kommt die weg. Das ist der Lip Conditioner by Day, Lip Mask by Night. Sehr, 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 sehr gut, aber man muss so ein bisschen aufpassen. Ich finde, die Rolle hier drin, die rollt nicht so und man kriegt nicht so viel Produkt raus. Weg. Was definitiv da bleibt, sind die Produkte von Natucane. Das ist ein Brow Serum und ein Lash Serum. Liebe ich, schwöre ich drauf. Benutze ich weiterhin. Was ich auch behalten möchte, ist hier. Das ist eine Augenpflege von Sunday Riley. Muss ich da. Oh, wobei, die hat mich echt ganz schön fertig gemacht, die Pflege. Ich habe die benutzt und da ist Retinol mit drin. Und ich habe zu viel davon benutzt, zu oft hintereinander. Und ich habe mir echt die Haut unter den Augen damit verbrannt. Es hat so gebrannt, aber danach, als die Haut sich erneuert hat, war sie schön. Deswegen hebe ich die mal auf. Okay, sieht gut aus. Hier ist noch ein Color Corrector drin. Von Catrice, der kommt weg. Freunde, es geht weiter. Wir haben echt noch eine Menge vor. Hier sind viele Sachen für euch mit drin. Die Beauty Mates Creme, die kann ich noch aufheben. Die ist recht neu. Die 24-Stunden-Pflege für trockene Haut. Die ist schon fast leer hier. Die ist jetzt auch schon hart geworden. Das war die normale, für normale Haut, die normale Creme. Die kommt weg. Ich habe ja auch hier noch die für normale Haut. Aber die gebe ich euch. Hier ist ein Refill für das Fenty Beauty Hydra-Visor drin. Das hebe ich definitiv auf. Liebe ich über alles. Was ich glaube ich nicht testen werde, hier ist von Fresh ein Rose Deep Hydration Creme und Serum. Habe ich neulich von Sephora bekommen. Vielen Dank. Aber ich glaube, ich benutze es nicht. Und ich weiß, dass ihr euch über sowas immer freut. Und ich will euch am liebsten immer alles geben. Das hier. Oh, das hat mich so wütend gemacht. Das ist von Tom Ford. Ein Body Spray. Das riecht toll, aber das hat 70 Euro oder so gekostet und das ist Quatsch. Ich sehe es nicht ein, ein Bodyspray zu kaufen, was
zu wenig riecht. Ich hebe es aber auf, weil es hat 70 Euro gekostet und ich trage den Duft ja auch so noch. Hier habe ich zweimal von How Cosmetics den Setting Skin Perfector. Zweimal. Einen hebe ich auf, einer ist für euch. Genauso wie hier von Fenty Skin Fat Water. Auch das liebe ich. Fenty Skin, muss ich sagen, ist eine sehr, 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 sehr gute Hautpflegemarke. Hier ist von Mixa noch was, eine intensiv nährende Pflege. Die kann ich mal aufheben, die mag ich eigentlich ganz gerne. Und hier sind von Trini London noch so Refills. Auch die sind für euch. Und zack, haben wir schon wieder eine Kiste aussortiert. Jetzt kommt so viel Kleinkram. Okay, hier sind, leer, von Milk. Kennt ihr noch diesen Milk Make-up Vegan Milk Moisturizer? Der war ja total gehypt. Ist ja verrückt. Schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Den habe ich nie benutzt. Ich habe mir diese Tester gekauft. Da hat mich jemand bei eBay echt abgezockt. Das war total gehypt, das Zeugs. Und ich dachte mir, okay, ich brauche das für ein Video. Habe dann wirklich 20 von diesen Testern gekauft für 60 Euro. Habe sie auch alle aufgebraucht scheinbar oder fast alle, weil nur noch zwei hier drin sind. Aber da ist wirklich nur noch, also die Feuchtigkeit ist verflogen. Und das ist jetzt auch nur noch der Wachsanteil oder so mit dran. Hier ist ein Beauty-Schwamm, den hebe ich auf. Dann habe ich hier gekauft von Dior Augenpads. Die sind tatsächlich echt gut, ne? Aber Freunde, 30 Euro für ein Augenpad, das ist nur was für einen Instagram-Post. Aber es ist gut. Hier ist von Trini London eine Retinolpflege drin. Die ist sehr, sehr gut. Die hebe ich auch auf. Wobei, doch, die hebe ich auf. Die mochte ich eigentlich ganz gerne. Hier ist von Asam. Guck mal, das ist sogar noch zu. Das ist die Vino Goldpflege. Die ist für euch. Die ist auch toll. Ich liebe die Asam Pflegeprodukte. Wirklich, das sind so, so gute Produkte. Was für euch ist, hier ist die schon benutzt? Nee, die ist noch nicht benutzt, Freunde. Eine Magic Cream für euch in klein. Von Dr. Pawpaw. Habe ich einmal benutzt. Riecht gut. Das war so ein Lip Scrub. Macht ihr Lip Scrubs? Hier ist von Dior aus dem Adventskalender. Die Sachen, die packe ich alle zu euch. Da gehe ich ein bisschen schneller durch, weil das sind so ganz, ganz viele kleine Sachen. Ich habe immer gedacht, die kann man mal auf der Reise mitnehmen, wenn man sich fancy fühlen möchte. Aber so fancy fühle ich mich jetzt auch nicht. Das für euch. Dior Prestige. Hier ist noch ein Super Potent Eye Serum. Ein kleiner Duft, Dior Sauvage. Oh, ich packe ein Dior-Paket für euch. Ein Dior Homme Parfum für den Herren. Hier ist auch nochmal das Serum in klein. Dann könnt ihr das auf jeden Fall testen. Das sieht toll auf der Haut aus, aber ich vertrage es leider nicht. Und das ist der Shit. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Das ist der Capture Youth Glow Booster. So, so toll. Habe ich aber oben noch, aber den muss ich aussortieren, weil der ist schon 2 Jahre alt, mindestens. Oh, es gibt ein kleines Dior-Paket. Ich freue mich für euch. Hier, die Creme kostet, glaube ich, oh, die ist noch nicht benutzt. Dior Prestige La Crème kostet der große Tegel, glaube ich, 360 Euro. Aber sie ist schön. Ich hatte sie schon mal benutzt. Aber die ist für euch. Ich gebe es lieber euch, weil... Kennt ihr das? Ich fühle mich dann immer so... Wer bist du? Özlem sagt immer, bist du Beyoncé? Nee, ich brauche keine Creme für 360 Euro. Hier ist was für euch. Von B-Routine High Volume Lippen Jelly habe ich 2 Stück. Habe ich nie benutzt. Brauchen wir nicht. Hier ist aus einer LE von Essence. So ein Lippenpflegeding. Den habe ich auch benutzt. Der kommt weg. War okay. Genauso wie hier ein Cooling Eye Gel von Monio Skin. Habe ich auch nie benutzt. Ist schon total vergammelt da. Hier ist was für euch. Das ist von Avon. Ich habe ja mal eine Zeit lang mit Avon zusammengearbeitet für den Avon-Kanal. Den gibt es nicht mehr. Und da habe ich ganz, ganz viele Avon-Produkte von denen bekommen. Ich brauche es nicht mehr. Ihr werdet sehen, bei anderen Kisten oben, ich habe noch eine ganze Schublade voll mit Asam-Pflege. Die brauche ich aber, weil ich ja mit Asam zusammenarbeite regelmäßig. Deswegen ist das für euch. Hier ist noch was von Dior, eine Creme. Miss Dior, auch die ist für euch. Ein Dior-Paket. Wer möchte das Dior-Paket haben? Und hier La Micro Lotion de Rose. Das hebe ich auf. Das ist iconic für Make-up-Fotos, wenn du, schaut mal den Glow auf meiner Haut an, ne? Und wenn du das auf Fotos haben möchtest, ist das... Nee, komm, was soll ich damit? Ich bin nicht Beyoncé. Das hebe ich aber auf. Das ist von Charlotte Tilbury, ein Magic Serum Mini. Das nehme ich immer in meine Schminktasche, wenn ich unterwegs bin. Das ist halt auch Glas und das ist schon beim Reisen echt schwer. Ich war jetzt letzte Woche in Frankfurt und der Koffer hatte
Übergepäck. Wegen solchen Sachen. Okay, die erste halbe Stunde ist tatsächlich schon rum und wir haben noch ein bisschen vor uns. Hier ist ein CBD-Körpermassageöl. Das hebe ich auf. Das benutze ich tatsächlich immer, wenn ich... Das hebe ich trotzdem auf. Erinnert ihr euch, als ich mir den Oberarm gebrochen habe vor einem Jahr oder so, weil ich ausgerutscht bin? Und das habe ich mir auf die Haut gegeben und das hat echt den Schmerz gestillt. Habe ich mir zumindest eingebildet, deswegen hebe ich das auf. Das ist nämlich sehr, 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 sehr gut. Was jetzt wegkommt, auch hier so, das ist immer schade. Das ist von Essence aus der Wannabe My Honey All Over Balm, so Lippenbalsams. Da habe ich ja mittlerweile so viele. War gut, aber brauche ich nicht mehr. Hier ist noch ein Magic Serum Crystal Elixir. Ist noch kleiner? Das ist ja noch kleiner. Das kommt mit ins Dior-Paket. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Tester. Aber ich liebe das. Ich benutze das jeden Tag unter Make-up. Hier ist noch ein bisschen was von Dior. La Mousse Cellulaire. Das ist von Clinique. Ein Lip Search. Das hebe ich mal auf. Das war wirklich, wirklich gut. Diese Moisture Search-Reihe von Clinique ist eine sehr, sehr gute. Ich mag nur diese eine Creme davon. Und die andere Creme mag ich nicht. Für die Lippen ist es aber fein. Eine Lippenpflege von Laneige ist leer. Kommt weg. Das mochte ich gar nicht. Das verstehe ich immer nicht, warum ich die Sachen aufhebe, wenn ich sie nicht mag. Ein Lip Glowy Balm. Ich habe noch die andere. Die rosane. Die mag ich gerne, die nicht so. Das ist auch ganz neu. Das habe ich aber leider an meinen Lippen benutzt. Das war so ein Lippenpeeling-Stift von Elf. Sehr, sehr gut. Habe ich benutzt. Brauche ich nicht. Pickle Patches. Ich weiß leider nicht, woher die sind. Ich meine aber, dass die sehr gut waren. Deswegen hebe ich die mal auf. Die helfen echt. Also ich habe jetzt gerade die von, ich glaube, Balea oder Isana. Ich weiß es gar nicht. Und die sind wirklich gut. Der Pickel ist am nächsten Tag weg. Hier ist ein Beauty Oil von Danessa Myricks. Das habe ich, glaube ich, nie benutzt. Vielleicht mal für ein Video. Aber das ist so ein Make-up-Produkt. Das könnt ihr haben. Was hier schon unangenehm aussieht, ich glaube, ihr könnt es leider nicht erkennen, das ist von Anastasia, das Hydrating Oil. Das schmiert mir zu doll, deswegen kommt das auch weg. Was auch da bleibt, ist von Herblitz das CBD-Öl zum Einnehmen. Ich kriege oft Kooperationsanfragen für CBD-Öle. Ich traue mich aber nicht, dafür Werbung zu machen, obwohl ich es tatsächlich regelmäßig selber benutze. Gebt mir dazu gerne ein Feedback, ob ihr Interesse an CBD-Ölen habt. Ich glaube daran, wofür ich es am meisten benutze tatsächlich, ist, wenn ich, kennt ihr diese Aften im Mund? Ich kriege die immer, bevor ich krank werde. Und wenn man da so ein bisschen was raufträufelt, dann bilde ich mir ein zumindest, dass es so ein bisschen geholfen hat. Wonder Glow Multi Miracle Cleanser und Mask von Charlotte Tilbury. Das ist auch für euch, genauso wie die Goddess, ach nee, die Goddess Clay Mask, die muss ich leider behalten. Das ist die beste Maske aus dem Heilbereich, die ich kenne. Du machst die rauf und dann machst du sie ab. Und du siehst aus wie 12. Freunde, so eine gute Maske. Aber die ist echt teuer. Ich bin nicht Beyoncé. Ihr sollt das testen. Hier ist ein Tester von Bottega Veneta. Hippie Fable. Redefining Lip Care mit Minze. Das ist noch nicht benutzt. Das ist für euch. Das ist so eine Clean Beauty Brand hier aus Deutschland. Die machen, wobei es Bottega riecht eigentlich gar nicht so schlecht gerade. Ey, das ist für euch. Hier ist noch eine Augencreme von Sephora. Firming Eye Cream. Habe ich schon benutzt. Greife ich nicht zu. Dr. Jart, die mag ich tatsächlich ganz gerne. Die teste ich gerade im Alltag so ein bisschen. Das ist das Tiger Grass Color Correcting Treatment. Das sorgt dafür, dass Rötungen im Gesicht reduziert sind. Ich meine mir einzubilden, dass das hilft. Deswegen hebe ich das mal auf, um das noch so ein bisschen weiter zu testen. Was wegkommt, ist von Essence hier aus dem neuen Sortiment die Juicy. Habe ich das überhaupt benutzt? Ja, das habe ich benutzt. Schade. So ein Juicy Bomb Lip Jelly nach Banane. Ich hasse Banane. Und hier ist noch die Lip Care von Essence mit 10% Kokosnussöl. Brauche ich nicht. Hier ist noch ein Vitamin C Booster von B-Routine. Den könnt ihr gerne haben. Ein Lip Scrub von Essence. Der war richtig krass. Also die Coffee to Glow Reihe war wirklich, wirklich gut. Der hat mir echt Spaß gemacht, die zu benutzen. Aber wie gesagt, ich mache keine Lip Scrubs. Macht ihr Lip Scrubs? Eine Creme von Dr. Jart. Das ist die Cream Moisture Retention Shield. Die habe ich noch nicht getestet. Die wollte ich aber unbedingt testen. Ich habe ganz, ganz viel davon... Oh nein! Ganz viel Gutes davon schon gehört. Deswegen hebe ich die mal noch auf und gebe der mal eine Chance. Hier ist ein Jade-Roller von Catrice. Auch den benutze ich... Den benutze ich eigentlich nicht. Ich benutze ja immer meinen Guasha-Stein. Übrigens, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, ne? Aber es gibt gerade bei Giacomo Cosmetics...
mit dem Code Muttertag 15, 15% auf alles, auch auf den Guerschin. Ich hebe das mal auf, das ist für unterwegs. Ich mache das eigentlich, also ich benutze jeden Tag den Guerschin-Stein. Den heben wir mal auf. Nehmt jetzt keinen Platz weg. Und dann sind hier ganz, ganz viele Ampullen. Ich liebe Ampullen. Ich schwöre auf Ampullen, die hebe ich auch definitiv auf. Aber vielleicht mache ich mir so eine kleine Ampullendose oder so. Jetzt wird's aufregend, weil hier ist wirklich viel Trash drin. Mini-Pflege von Dior, die ist für euch. Die Zika-Pair-Creme von Dr. Jart mag ich auch sehr gern. Nee, ist ein Cleanser. Den habe ich noch nicht benutzt. Der ist für euch. Der ist für euch. Essence of Youth Serum, Resveratrol, auch noch unbenutzt. Ist für euch. Martina Gebhardt, das ist so eine Demeter-Pflege, benutzt meine Oma immer. Ist noch zu. Die gebe ich Oma. Habe ich zweimal hier. Habe ich nämlich gekauft und sie meinte, sie benutzt sie eigentlich nicht. Und dann habe ich sie aber irgendwie doch gekauft. Hier ist noch was von Elf. Auch aus dieser Holy Hydrating-Reihe. Ist noch zu. Kann ich euch dann geben. Ein Enzyme Peeling Powder von Catrice. Das gebe ich euch trotzdem. Das kann ja nicht schlecht werden so schnell. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ich mache aber eigentlich keine Peelings im Moment. Mit Allantoin. Es war aber sehr gut. Dürft ihr testen. Die Lippenpflege von Isana habe ich leider schon mal benutzt und war nicht so ein Fan davon. Ich habe wirklich nur einmal, wobei die kann man, nee, die habe ich nicht benutzt. Die ist nur angedatscht. Die könnt ihr haben. Vitamin C. Lichtschutzfaktor von Cosser X, ist glaube ich so Korean Beauty Brand. Ja, ich habe mir ganz, ganz viele Lichtschutzfaktoren bestellt. Die will ich auch tatsächlich alle mal testen. Ich liebe Lichtschutzfaktor, ich schwöre auf Lichtschutzfaktor. Deswegen hebe ich die auf. Propolis Vitamin Synergy Serum ist noch zu. Das könnt ihr testen. Es bricht mir wirklich das Herz, ne? Ich hasse es, über Produkte von Kolleginnen oder Kollegen nicht gut zu sprechen oder damit nicht einverstanden zu sein. Aber diese Nimia-Produkte, ey. Oh, sorry, Niki. I love you, aber nee. Ich hasse den Geruch. Genauso wie hier von Essence. Das ist ein Moussey Face Moisturizer. Banane halt, ne? Habe ich auch einmal für ein Video benutzt. Den benutze ich gerade ab und zu immer. Das ist ein Haru Haru Wonder. Ein Black Rice Hyaluronic Toner. Ich liebe Toner. Ich schwöre auf Toner. Den hebe ich auf. Den benutze ich tatsächlich auch noch. Und hier ist noch eine Pflege, die ich auch ganz gerne benutze. Auch die habe ich neulich in dem Sephora-Paket gehabt von Believe. The True Cream Aqua Bomb. Die ist nach einem langen, anstrengenden Tag echt beruhigend. Deswegen hebe ich die auf. Ein Base de Maquillage. Ein Air Cotton Make-up Base. Achso, das war so lila, ne? Das habe ich auch nicht verstanden. Das ist, also ich verstehe es. Aber das ist ein Primer, der ist extrem lila. Und der soll dafür sorgen, dass die Haut so ein bisschen frischer aussieht, werde ich nicht benutzen. Ich mache Color Correction nur unter den Augen. Und das ist jetzt hier echt spannend. Das ist hier so ein Foreo Dupe. Ich habe die ja früher immer benutzt. Jetzt benutze ich ja die Produkte von Foreo. Ich schwöre tatsächlich auf die. Ich finde hier kein Ladekabel mehr. Ich kann das aber auch nicht in den Müll machen. Das kommt auf den Wertstoffhof. Trini London Overnight Clarity for Visibly Renewed Clarified Skin. Habe ich noch nicht benutzt. Ist für euch. Hier ist ein Produkt von Ponyhütchen Cosmetics, eine Pflege hier aus Berlin. Ganz, ganz liebes Team. Das ist jetzt fast leer, das kann also weg. Genauso wie das Hyaluronserum von Catrice. Das ist auch fast leer. Hier ist ein Nagellack, schützt vor Verfärbungen. Der ist richtig, richtig gut. Von Rivella ist mir aus dem neuen Sortiment. Benutze ich im Moment echt gerne. Oh, hier ist irgendeine Kapsel aufgegangen. Mag ich gerne. Und der macht die Augen so ein bisschen, die Fingernägel so ein bisschen heller. Und seht ihr das? Das hinterlässt so einen weißen Schleier. Das ist dieser lilane Primer. Finde ich furchtbar. Vor allem, das ist das Problem im Bart. Ne? Wenn du einen Bart hast, dann musst du echt aufpassen, dass das nicht an den Haar, da wo die Haare rauskommen, so kleben bleibt. Dann sieht es echt unschön aus. Den hebe ich aber auf, der ist ganz gut. Und hier ist die Sleeping Intensive Mask von Cika Pair. Auch die benutze ich sehr, 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 sehr gerne. Und dann haben wir noch eine Maske von Asam. Auch die mag ich ganz gerne. Und das ist der erste Teil, Freunde. Ich glaube, ich mache mal kurz eine Pause, weil ich bin echt... Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Wenn ihr dachtet, dass es das war, habt ihr falsch gedacht. Es geht weiter. Ich habe tatsächlich echt noch eine Schublade voll gefunden. Beziehungsweise drei. Und hier kommt vieles, vieles weg, weil ich die Sachen im Alltag getestet habe aktuell und für nicht gut empfunden habe. Was auf jeden Fall jetzt wegkommt, weil ich das ja aufgehoben habe, ist das Fat Water von Fenty, oder habe ich das? Nee, das ist schon
das ist echt schon durch, ne? Also das, ich krieg das einfach nicht leer, aber das sieht hier oben, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, nicht mehr schön aus. Deswegen kommt das schon mal weg. Was da bleibt, ich schwöre auf die Produkte, sind die von Jepoda. Da haben wir hier den The Bubble Double mit Salicylsäure und Granatapfel. Mag ich gerne. Und ich arbeite auch noch mit Jepoda zusammen. Ich benutze die Produkte jeden Tag, deswegen waren sie auch da. Gerade wo ich sie vermutet habe, aber eben noch keinen Platz dafür hatte. Wir haben den Face Mist oder das Face Mist. Wir haben von Jepoda hier noch die Midnight Magic. Auch die bleibt da. Genauso wie die Maske. Die mag ich sehr, 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 sehr gerne. Große Empfehlung, wenn ihr zu unreiner Haut neigt. Mattierend, aufhellend und detoxing. Was ich nicht mag als Maske, das kommt weg, das habe ich bei Action gekauft. Das ist die Pink Clay Mask mit französischer Tonerde und Rosenwasser. Er hat für mich gar nichts gebracht, außer dass ich davon Pickel bekommen habe. Und was ich auch leider gar nicht vertragen habe, ist das Niacinamide AHA Peeling von Balea mit 6% AHA. Das hat mir echt die komplette Haut zerschossen, weil das so stark gewesen ist, in dem Moment, wo ich das benutzt habe, deswegen kommt das auch weg. Ansonsten für punktuell ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Was jetzt leider auch wegkommt, das hat hier unten nämlich schon so kleine Wölkchen, ist auch schon fast leer. Das ist hier von Dior, das Capture Youth Glow Booster, die Originalgröße, die kommt weg. Was ich aufhebe, weil das unter Make-up gar nicht schlecht ist, nee, das ist auch schon durch. Ja, nee, das kommt weg, das riecht auch schon sauer. Das Matte Maximizer, ich habe die meistens gemischt. Und das sah sehr, sehr gut auf der Haut aus, aber die sind jetzt echt schon gekippt. Die Produkte bleiben, das sind die von How Cosmetics, das Indigo Child. Nee, das kommt weg. Das Setting Spray, das bleibt da, das liebe ich, das hinterlässt so ein schönes Finish auf der Haut. Das hier mag ich auch ganz gerne, mittlerweile ist mir das aber zu viel. Vor 2-3 Jahren habe ich das echt super, super gerne benutzt. Ist auch ein gutes Produkt. Ich habe auch, glaube ich, noch ein Backup irgendwo. Aber das Problem hiermit ist, dass das hat ja auch Glitzer mit drin. Blau und lila. Und das sieht auch hier im Bad echt nicht schön aus, wenn ich das benutze. Mittlerweile habe ich mehr Bad als vor 3 Jahren. Deswegen kommt das leider weg. Genauso wie hier von Claire's ein Lichtschutzfaktor. Habe ich den überhaupt jemals benutzt? Nee, der ist noch unbenutzt. Das für euch. Eliza Jones, ein Age Defense Retinol Öl mit Vitamin E. Das war sehr gut. Das kaufe ich mir nochmal nach. Das ist jetzt aber auch fast leer. Das ist ein Brightening Serum von Eliza Jones. Ich glaube, die gibt es bei Action. Das ist wahrscheinlich die Schwester von Sabrina Rudnick. Aber das mag ich sehr gerne. Ist jetzt aber auch schon fast leer. Deswegen kann das ruhig weg. Genauso wie das Face and Neckline Serum mit... Ja, das fand ich so gut. Das hat mir nicht gefallen. Was auch wegkommt, ist das Rosewater Face Mist von Action. Was bringt das? Außer, dass es gut riecht. Wobei, damit könnte man vielleicht die Wäsche einsprühen. Das auf so Handtücher oder so? Riecht bestimmt toll. Hier sind zwei Produkte von Paula's Choice. Auch die benutze ich nicht. Das Pore Refining Treatment habe ich, glaube ich, nicht einmal benutzt. Nee, das könnt ihr gerne haben. Den Toner habe ich oft benutzt. Hier sind noch weitere Ampullen von Asam. Auch die hebe ich auf. Ampullenliebe ist da. Was wegkommt, weil das vertrage ich irgendwie nicht. Das ist von Balea, das Hanföl. Das ist mir zu schwer auf der Haut. Und das ist so glitschig. Dafür bleibt aber das hier von Wishful. Ich bin tatsächlich gerade dabei, ein ähnliches Öl für meine eigene Skincare-Brand zu entwickeln. Das ist einfach super, super teuer. Das kostet 70 Euro und das ist schon die dritte Flasche, die ich gekauft habe. Aber es ist sehr, sehr gut. Hier ist noch so eine Lippenbutter von Isana. Die riecht nicht mehr gut. Und was auch weg darf, ist hier von Mary Kay. Habe ich, glaube ich, mal von meiner Friseurin bekommen, weil ich so trockene Lippen hatte. Ich mochte das ganz gerne. Es schmeckte sehr gut. Aber ich habe ein ganz großes Problem mit diesen Multilevel-Marketing-Netzwerken oder Multilevel-Brands. Und Mary Kay gehört dazu. Ich benutze es vielleicht für mich. Ich zeige euch sowas aber nicht. Deswegen kommt das weg. Und dann haben wir hier noch von Asam die Resveratrol Glättungsmaske. Die ist jetzt schon fast leer. Das heißt, die kann auch weg und die müsste jetzt auch wirklich schon abgelaufen sein. Aber die war sehr, 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 sehr gut. Habe ich drauf geschwört. Und was wegkommt hier von Xless Rejuvenating Eye Gel Augenpatches. Furchtbar. Machen gar nichts. Die rutschen. Die Form ist...
Nee, die haben nicht gehalten, die haben nichts gebracht, hat mir keinen Spaß gemacht. Brauchen wir nicht. Und das nimmt auch alles nur Platz weg. Und Freunde, ich glaube, das war's für heute. Wir haben jetzt hier fast eine Stunde lang Pflege aussortiert und ich konnte das Ganze echt gut reduzieren. Ich habe vieles für euch, ich habe vieles für mich, was ich auch definitiv benutze. Und ich finde es schade, einfach die Produkte vergammeln zu lassen im Schrank. Und ich weiß, ihr freut euch darüber. Ich weiß, dass ich euch damit eine Freude machen kann. Und das ist mir das Wichtigste, dass es euch gut geht und ihr euch darüber freut. Deswegen danke ich euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch, wenn ich so rigoros aussortiert habe. Aber es geht einfach nicht. Ich kriege das nicht leer. Ich benutze die Sachen nicht. Und warum soll ich Produkte aufheben, die ich nicht vertrage oder die ich nicht mag? Deswegen hoffe ich auf euer Verständnis. Ich freue mich auf euer Feedback. Abonniert unbedingt den Kanal. Schaut unten in die Infobox. Dort findet ihr alle Informationen zu dem Gewinnspiel. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!